Wunderheiler, ich gehe zurück an meine Wurzeln. Die Zauberei. Wie hängen Medizin und Magie zusammen? Mein persönlichstes Programm. Schauen Sie mal. Die große Frage, die da draußen tobt, ist: Schulmedizin oder Alternativmedizin? Sag mir, auf welcher Seite stehst du? Kommt ein Patient zum Arzt, sagt, wenn ich hier drücke, tut's weh, wenn ich hier drücke, tut's weh, aber wenn ich hier drücke, tut's auch weh. Blickdiagnose: gebrochener Finger. Zauberer wussten schon viel über Psychologie, bevor es das Fach überhaupt gab. Die wussten, man muss die Aufmerksamkeit lenken, damit man woanders was machen kann. Wie erweitert man sein Bewusstsein? Für die rechte Hirnhälfte nach rechts, für die linke nach links und für die Erleuchtung zweimal rum. Es wirkt bei Kindern und bei Tieren, dann wird es auch bei Ihnen funktionieren. Ich glaube, Sie haben gar keine andere Wahl. Jeder Mensch kann über Wasser laufen, entscheidend ist die Außentemperatur. Man weiß, dass große Tabletten besser sind als kleine, man weiß, dass rote anders wirken als weiße und man weiß auch, dass die Deutschen Zäpfchen lieben. Jedem die Zuwendung, die er braucht. Gestern, der war nämlich sehr skeptisch, wissen, der hat... Ich will auch lieber nach meiner Petra! Ich zähle bis drei. Wissen Sie Ihre Blutgruppe? Null positiv oder so. Stimmt. Stimmt. Wenn Sie die Hand jetzt so ein bisschen anwinkeln, ja, oh, dann bleibt die liegen, sonst rollt die weg, nein, und so. Irgendwas hat sich da verklemmt. Das müsste das Kind mal verschluckt haben, vielleicht in der Badewanne. Das hat all die Jahre da. Die habe ich schon so vermisst. Ja. Ich wusste das! An welchem Zeitpunkt holen wir Hilfe? Wenn es uns super geht, nein. Wenn es uns normal geht, nein. Hier in der Krise, hier gehen wir zum Arzt, zum Therapeuten, zum Heiler und denken, hilf mir. Was ist das für ein Zeitpunkt? Das ist ganz kurz, bevor es von alleine besser wird. Petra. Wir bewundern Jesus, dass er Wasser zu Wein verwandelt hat, aber können wir nicht unseren Körper genauso bewundern, dass unser Körper in der Lage ist, über Nacht aus dem ganzen Wein wieder Wasser zu machen? Die Wissenschaft hat die Magie aus der Medizin vertrieben, aber nicht aus uns Menschen. Ich glaube, ich würde sie auch Kommilitonen weiterempfehlen. Jedem Mann. Generell Ärzte würde ich empfehlen, weil das einfach so viel Sinn macht, was er sagt. Das ist sehr lustig. Sehr viel Fachwissen, verpackt in Humor. Ich denke einfach, das würde jedem gut tun, sowas zu erleben und so einen Abend und auch die Gedanken mal nachzuvollziehen. Wir haben so herzlich gelacht und es hat einfach nur Spaß gemacht. Halten Sie das Mikrofon fest. Ganz fest. Eins, zwei, drei. Wunderheiler, ab jetzt auf Tour. Ich komme zu Ihnen. Kommen Sie zu mir.